Ich möchte heute über Wahrheit sprechen. Über Wahrhaftigkeit. Patanjali nennt das Satya. Satya bedeutet eigentlich nur, dass unsere Worte und unsere Gedanken gleich sein sollen. Und unsere Worte mit unseren Taten. Und das klingt leicht, aber das ist nicht leicht. Satya hat eine sehr, sehr große Kraft. Mein Guru hat immer gesagt, Wahrhaftigkeit ist wie ein Feuer, mit dem der Yogi alles verbrennt, was er festhält, das Ego und alles, was übrig bleibt, ist Asche für die Götter und leicht und verbläst. Vielleicht können wir diesen Gedanken heute mit in die Praxis reinnehmen und dann kommt zum Stehen. Ne? Füße zusammen, Hände vors Herz, findet eure Balance. Einatmen nach oben. Und ausatmen erstmal weit nach unten. Wie viel sind es denn insgesamt? Ach, geht. Müssen ja nicht alle kommen. Also Patti und Mama können nicht zusammensetzen. Die setzen sich schon ganz weit auseinander. Glaubst du, Patti kommt überhaupt? Hahaha, sehr witzig. Könnte ja sein, dass sie sich vorher öffentlich verbrannt hat. Aus Protest gegen die Ehe. Was hast du mir am Ohr? Das ist ja... Was denn? Ich weiß nicht, du hast ja... So was. Zeig mir her. Dann noch was. Hast du die Ringe abgeholt? Und? Wie, was ist das denn? Ja, das heißt doch, bis dass der Tod euch scheidet. Gut? Oh, nee. Das ist ein Witz. Du bist so... Mach das zu. Ich möchte heute über Wahrheit sprechen. Über Wahrhaftigkeit. Du bist verlogen, du philosophierst über so ganz grobes Zeug. Vom richtigen Leben hast du keine Ahnung. Bis zur Hochzeit, haben wir gesagt. Ich komme zur Vernissage, dann treffe ich mich kurz mit Paul und dann ist alles wieder gut. Ich darf nachgucken, ja? Alex, männlich oder weiblich? Ich versuche dir zu vertrauen. Findest du so cool mit der Malerei, was du machst? Ich wollte auch mal Philosophie studieren, aber hat nicht geklappt wegen Abitur. Augen zu, nicht gucken. Auf? Nein. Augen auf. Oh Gott. Das ist eine Muschi. Na klar ist das eine Muschi. Was ist auf den anderen Bildern? No one takes notice of us as they are. Es gibt jemanden, mit dem ich zusammen war, den du kennst. Lange, lange bevor wir... So schnell sieht man sich jeder. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Siehst du nicht, wie viel du mir bedeutest? Nein. Sie wollen ja überprüfen, ob ihr Mann lügt. In 3 Wochen würde es gehen. Ich heirate halt morgen und... Ach, wir haben jetzt alle unsere kleinen Geheimnisse, ja? Nein, aber du interessierst dich nicht mehr für mich. Ich heirate in 2 Tagen. Das ist dein Problem. Ja, deins nicht mehr. Danke dir. Wenn man gar nichts sagt, ist es auch wie Lügen. Schon was verkauft? Ich verschenke ihn. Besser ist es. Das Ego versucht immer eine Grenze zu ziehen zwischen dir, mir. Und wenn wir das verstehen, dann gibt's auch keine Einsamkeit. Hast du die Ringe abgeholt? Wie, was ist das denn? Aber das heißt doch, bis dass der Tod euch scheidet. Ist ein Witz.